herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem kleinen, ich nenne es mal Infovideo hier. So, ich habe ganz auf die Schnelle jetzt hier einfach ein bisschen Mario Kart Gameplay im Hintergrund geklatscht. Dies soll nur als Info sein, ich bin ab morgen, dem Freitag, dem 9.8. ist das, bin ich im Urlaub für gut eine Woche. Also halt die darauffolgende Woche vom 12. bis zum 18. Wir fahren nur als jetzt mal am Freitag, ist ja klar, weil wir da mehr Zeit haben. Bin ich in Urlaub und dann in der Woche vom 19. bis 25. bin ich auch in Köln für Gamescom, das wisst ihr ja schon. So, Problem war, ich hatte auch ein schönes Projekt vorbereitet, was kommen sollte, wenn ich in Urlaub bin, aber ich mit einem Freund voraufgenommen. Nämlich das schöne Spiel Nintendo, das schöne Spiel von Nintendo, Nintendo Land nämlich hieß, jetzt ist der Name gerade entfallen, weil es war als ersten Spiele, die ich damals auf meine Zelle gebracht hatte, sogar noch abgefilmt, ja. War es auch drauf angegangen in dem Video, aber es extra ausgeschnitten, dazu geschnitten. Problem ist nur, ich habe neulich meine Festplatte aufgeräumt und dabei offenbar versehentlich die Aufnahmen gelöscht, weil ich es schon vor längerer Zeit aufgenommen habe. Und die sind weg! Und das habe ich erst heute, einen Tag bevor es los war, gemerkt, wo ich den ganzen Bums hochladen wollte. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Das heißt, dass wir jetzt für eine Woche kaum Videos haben werdet. Wow. Ich bin gerade von mir selbst und diese Organisation, die diesen Szenen in der letzten Woche zu leid haben musste, ist überhaupt nicht begeistert. Problem ist, ich habe auch nicht die Zeit, noch irgendwas voraufzunehmen, weil es ein Tag ist, bevor es abfahrt, ich nochmal Koffer packen muss. Ist noch zum Amt muss, um mir einen Ersatzpass ausschreiben zu lassen, weil ich meinen Pass verloren habe. Ihr seht schon, es sind die optimalsten Bedingungen ever. Gut, Pass ist jetzt, das ist jetzt mein Problem, aber ich bekomme es auch hin. Ich bin morgen um 8 Uhr bei meiner Gemeinde sein, am Amt. Zieh da eine Nummer und sitze dann da irgendwie 3 Stunden, bis ich meinen Zeiss Ersatz Personalausweis habe. Mit denen ich dann in Urlaub fahren kann, direkt sobald ich wieder da bin. Es ist super, weil meinen anderen habe ich irgendwie, den finde ich nicht mehr. Der ist wie vom Erdboden verflucht. Ich suchte uns seit 3 Tagen. However, ja, ich habe es halt leider nicht mehr großartig was voraufzunehmen. Ich wollte heute Abend auch Testturniere machen, auch die schaffe ich nicht mehr. Ich schaffe es einfach nicht. Entschuldigung dafür. Deshalb. Ja, bin ich jetzt in Urlaub, kommt seit einer Woche keine Videos, aber ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm, weil ich im Urlaub bin. By the way, das, was ihr gerade seht, ist, weil ich meine Campchen abgebaut habe, einfach ein Reinzoomen von einem Mario Kart Gameplay Video, was ich gemacht habe, vom Stream. Da habe ich einfach jetzt auf die Capture Card draufgezoomt, deshalb kann es sein, dass man mich ganz kurz mal immer wieder unten links sieht, aber müsste man eigentlich nicht. Egal. Also auf jeden Fall, das war einfach nur als Info, deshalb bis die nächste Woche keine Videos kommt. Aber ich meine, ich bin im Urlaub und denke, aber da kann man das auch akzeptieren. Während ich dann auf der Gamescom bin, kommen Videos und Livestreams bezüglich der Gamescom. Das heißt, da kommen dann wieder Videos. Und, ja. Nehmen aber vor, wenn ich in Urlaub bin, jeden Tag das festzuhalten im Vlog. Also nicht Vlog im Sinne von, der ist das YouTube hochlade, das ist völliger Spam, weil wir auch, ich nehme halt vor, dass ich das Zeugs in meine Insta-Story packe. So, das Wichtigste, was passiert, packe ich mal in Insta-Story, damit ihr das quasi auch habt und sehen könnt. Ja, es ist jetzt halt ein bisschen ungünstig, wie gesagt, es tut mir leid, eigentlich hatte ich was geplant, aber es kommt jetzt leider dann auch mal kein Video, aber gut, man kann es auch, denke ich mal, versmerzen, weil Urlaub ist irgendwo auch Urlaub und ja. Ich habe auch sonst leider nichts mehr voraufgenommen, ist das Problem. Sobald ich dann wieder zurück bin, nach der Gamescom, werde ich die Woche aufnehmen, um die restlichen Parte von Yoshi's Crafted World und diesen Team Sonic Racing voraufzunehmen. Das kommt dann noch für den Rest der Sommerferien. Und dann startet es ja relativ bald, sobald die Schule wieder begonnen hat, auch so dieses Link's Awakening. Das Remake, was ich zusammen mit den Suns spielen werde, das wird dann auch kommen. Und bis dann will ich halt Yoshi's Crafted World und Team Sonic Racing beendet haben.
So, ich glaube, ihr wisst bisher, was Sache ist. Eigentlich sollte das Video irgendwie auch noch 2 Minuten sein, wo ich es einfach kurz erkläre, weshalb jetzt in den nächsten 2 Wochen einfach keine Videos kommen. Oder wie gesagt, in der nächsten 1 Woche. Weil dann werden es auf der Gamescom bin, kommen mal wieder neue Videos. Streams kommen in den Pressen jetzt auch keine. Die nächste Woche sollte ja klar sein. Ja. Ich denke mal, ich werde dafür aber bestimmt bis zu den Zeiten Urlaub haben. Und spätestens die Gamescom wird auch ganz geil. Dazu mache ich aber noch ein Video, was ich die Tage jetzt auch wirklich raushaue. Darauf könnt ihr auch so mal gespannt sein. Kommt die Tage. Und das war es mit einem Infovideo gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.